Freunde, viele von euch schauen meine Videos fleißig, aber ihr müsst auf jeden Fall auch den Kanal abonnieren, denn damit unterstützt ihr meine Mission Erde und all meine Abenteuer, damit ich euch schöne Bilder mit nach Hause bringen kann und dann natürlich auch die schlechten Bilder, die wollt ihr ja auch sehen. Also, reingehen, Kanal abonnieren, bis bald, Mission Erde. Joko und Klaas, rund um die Welt. Wer es gesehen hat, weiß, worüber ich jetzt spreche, einen provozierten Haiunfall oder eine Haiattacke, wo willentlich der Hai dazu gezwungen wurde, zuzubeißen und es kommt zu einem, aus meiner Sicht, mittelschlimmen Unfall, der hätte ganz anders ausgehen können. Und mit ganz anders meine ich richtig ganz anders. Wir können immer nur, da muss ich mich auf das Zitatrecht berufen, immer nur so 5 bis 10 Sekunden Ausschnitte uns anschauen. So, der erste ist hier. Worum geht's? Also, Joko und Klaas betteln sich immer, ihr kennt die zwei. Es geht im Prinzip darum, dass Klaas vor den Bahamas Haitauchen gehen soll und dass er von einem Hai gebissen werden soll. Auch hier wieder, Freunde. Dazu gibt es Redaktionsmeetings im Fernsehen. Da sitzen verschiedene Leute zusammen, Redakteure, Produzenten und so weiter. Wer kommt da in den Raum und sagt, Leute, richtig geile Idee, pass auf, wir lassen unseren Moderator vom Hai beißen. Wer ist dafür? Und alle nehmen den Arm hoch. Wo ich denke, gehen wir rein, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Also Klaas erfährt hier und achtet mal drauf, auf dem T-Shirt des Guides steht Stuart Cove, Dive Bahamas, Nassau Bahamas. Berühmter Tauchplatz, ich war da auch schon mehrmals, da gibt es einige Haisorten, die durchaus Potenzial haben, Schaden anzurichten. Und Klaas erfährt jetzt hier, was der Fall sein wird. Und zwar, so, er soll von einem Hai gebissen werden. Hat er gerade gesagt, dass wir gebissen werden von einem, also dass ich gebissen werde von einem Hai? Ja. Ja, da habe ich nochmal nachgefragt, wie die Aufgabe denn jetzt gemeint. Ja, also Freunde. Er soll mit Absicht von einem Hai gebissen werden. Wer das für eine gute Idee hält, einfach mal eine 1 rein. Wer das für eher eine beschissene Idee hält, mal eine 2 in den Chat. Bin mal gespannt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also ganz ehrlich, nein. Einfach keine gute Idee. Okay. So, Folgendes soll gemacht werden. So, Achtung. Fisch auf seine Schulter. Klingt dumm. Klingt dumm. Guckt mal in das Gesicht. Ja, Alter, wer kommt? Ja, ist für eine gute Unterhaltung. Ich bin ja auch für gute Unterhaltung. Und ich gucke mir gerne auch Videos an, die witzig sind, die mit Tieren zu tun haben. Und die auch mal ein bisschen extremer sind und keine Ahnung. Und wo auch Unterhaltung gehört dazu. Aber sich mit Absicht von einem Hai beißen zu lassen, egal in welcher Situation, finde ich wirklich bescheuert. So, das Ganze nur im Neoprenanzug zu machen, wäre natürlich lebensmüde. Deswegen geben sie ihm einen Anzug. Ja. The chain to get to your flesh. When they bite you, the pressure alone is very painful. Sometimes the teeth get caught in the chain. And they do shake their mouth. Also, er kriegt einen Kettenanzug, komplett über Arme, Handschuhe. Die Dinger wiegen, ich weiß es nicht, müsste ich jetzt lügen, am Ende sowas wie 10, 15 Kilo, dass du wie so ein Ritter eine Ritterrüstung anhast aus Ketten, du kannst damit noch tauchen, bist am kompletten Körper inklusive Helm eigentlich geschützt, außer im Gesicht. Die Haie, die es dort gibt, die ihr gleich sehen werdet, das sind karibische Riffhaie. Weiß ich nicht, Größe, kann mal jemand schnell googeln, 2,80 Meter, 2,90 Meter, um die 70, 80, manchmal vielleicht sogar 100 Kilo. Es ist ein relativ großes Tier, ein relativ großes Raubtier, was Schaden anrichten kann. So, die Zähne sind etwa, guck mal, so groß, also so 3 bis 4 Zentimeter, das ist schon für einen Haizahn jetzt gar nicht so wenig. Die beißen mit ordentlich Druck zu. Selbst wenn die nicht durch den Arm durchkommen oder durch den Kettenanzug, der Druck, den die Viecher auslösen, der ist schon ziemlich enorm. Guck mal, hier so ist das Setting.
Da kommt einer mit der Köderbox, da wartet der Klaas. Da seht ihr schon die karibischen Riffhaie, so im Vergleich zum Menschen, ne, etwa genauso groß und sicherlich auch genauso schwer. Ihr seht auch schön, guck mal, ihr seht jetzt hier meine Maus, den Kettenanzug. Der Taucher ist relativ gut geschützt, bis auf hier unten, das ist schon mal ein bisschen scheiße. Helm ist auf und egal, wo der Hai jetzt hier hinbeißt, naja, da kann nicht so viel passieren. Bei dieser Größe der Haie. Nichtsdestotrotz, die können ordentlich zuhaken, die können schütteln, die können sich umdrehen, also da kann schon viel passieren. Und das Dumme ist, wenn man das mit Absicht provoziert, dass der Hai einen beißt. Also die Hälfte meiner Haibücher ist voll mit Menschen in Kettenanzügen, wo der Fisch hier gehalten wird und der Blauhai dann in den Arm beißt und dann schüttelt man das und quetscht noch den Fisch, dass hier überall Blut ist. So wurden die Bilder früher gemacht. Naja, also alles Quark. Finde ich zumindest Quark. Hier lernt man nichts über Haie, das ist einfach pure Sensation. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht dämlich, äußerst gefährlich und ich würde sowas niemals machen. Ihr wisst, ich mache auch mal Sachen, ja, die jetzt andere nicht unbedingt machen oder so. Oder sag mal, ach komm, kriegen wir schon irgendwie hin und Abenteuer und Action und so. Aber das hier ist eine Nummer, wo ich sagen würde, wer hat euch ins Gehirn geschissen? Denn wir gehen mal auf 11.10. Ihr seht hier die Situation. Blaue Maske. Klaas, Vollgesichtsmaske, das heißt, der hat das Ding am Kopf angestrappt, regelrecht. GoPro hat er da auch noch in die Hand. Also er hat viel zu tun. Ich weiß nicht, was Klaas, ob er ein guter Taucher ist. So. Aber es ist eine Situation, die kann doof ausgehen. Ihr seht den Mann mit dem Köderkorb, einem Spieß, ein Stückchen Fisch drauf und schon den ersten Hai, karibischen Riffhai, ausgewachsen, der da nun ankommt. Dem Klaas soll dieses Fischstück an den Arm gehalten werden und der Hai soll nun in diesen Arm beißen. Der gebissen wurde. Wir haben hier den Guide, ja? Also der Guide hat den Köderkorb und jetzt seht ihr schon, die Hand von dem Guide steckt komplett im karibischen Riffhai. Ihr seht das Maul dieses Tieres, was so groß ist wie ein Menschenkopf. Also der zwackt jetzt ordentlich zu, deine Hand steckt da drin und wenn der jetzt anfängt zu schütteln oder sich zu drehen, wird's doof. Und zwar richtig. Eher so mittel. Ihr habt's erfasst. Der schreit sicherlich nicht ohne Grund. Klar schreit man auch vor der Kamera, um das Ganze dramatischer aussehen zu lassen und so weiter. Aber ich denke, hier wurde durchaus Schmerz zugefügt. Das heißt, hier haben wir schon einen provozierten Haiunfall eigentlich, der in die Statistik eingehen müsste, der International Shark Attack File. Völlig dämlich, dumm und hier kannst du dir den Arm auskugeln, das Handgelenk brechen, whatever. Das war aber noch nicht das Schlimme und das war auch noch nicht der Unfall, über den ich sprechen möchte eigentlich. Und das ist das Krasse an der Geschichte. Ah, die Leute schreiben auch schon, da sehe ich Fritz. Ja. Nein, sowas würde ich mit Fritz niemals machen. Sowas würde ich ja nicht mal selber machen. So, und dann geht es natürlich um den Klaas, denn eigentlich sollte nicht der Guide gebissen werden, sondern Klaas. So. Ihr seht das Szenario. Wir haben einen Haufen karibische Riffhaie auf so einem Wrack. Die hocken dort und stehen dort. Klaas, der Guide, ein Kameramann und noch ein zweiter Kameramann, weil ich sehe ja die Perspektive hier und sicherlich noch ein Sicherheitstaucher, der im Notfall eingreifen kann. So, und es geht immer noch darum, dass Klaas gebissen werden soll. So. Gehalten. Fischstück wird in den Arm gehalten. Ja. Karibischer Riffhai kommt. Und. Puh. Der hat mich hin und her geschleudert mit einer Kraft, die man sich. Ja, der hat dich hin und her geschleudert mit einer Kraft, die man sich kaum vorstellen kann. Also, wenn ein 70, 80 Kilo schweres Tier an dir rumzätert. Und du bist kein erfahrener Taucher. Und ich lese jetzt hier schon aus, wie gesagt, ich weiß nichts über Klaas Taucherfahrung. Es wirkt nicht so, als ob er ein Profitaucher ist. Dann ist das dumm. Nicht nur der Attacke wegen, sondern auch, weil ja beim Tauchen noch viel, viel mehr passieren kann als diese Hai-Attacke. Nämlich, wenn dein Gerät ausfällt, dir der Schlauch abgerissen wird. Keine Ahnung. Es können 150 verschiedene Sachen passieren, neben dieser Hai-Attacke, der provozierten. Absolut bescheuert.
Es wird dann ganz schnell unübersichtlich, du wirst hin und her geschüttelt, überall Blasen, Helm aufgegangen, alles schwierig. So. Und wir gehen mal auf diese Position. Wirklich ein Zeichen zu machen, dass ich keine Luft mehr habe. So. Zeichen zu machen, dass ich keine Luft mehr habe. Also irgendwas ist schief gegangen mit der Vollgesichtsmaske, die der Klaas auf hat. Es kommt nicht mehr genug Luft raus. Ich wünschte, wir könnten uns das richtig doll angucken. Aber wie gesagt, Zitatrecht. Wichtig ist, dass wir hier das alles auseinandernehmen, was wir sehen. Probleme, da kommt keine Luft mehr raus. Bei einer Vollgesichtsmaske ist es nicht so, dass du einen Atemregler einfach rausnimmst und holst dir deinen Backup-Atemregler oder wie auch immer, den ich hier hängen habe oder den die meisten Taucher hier an der Seite haben. Du musst dir die komplette Maske absetzen und den Backup reinstecken. Eine normale Maske aus der Tasche holen oder das vom Guide nehmen. Absolute Scheiße. Für Tauchanfänger ist das eine Situation, die kann nicht nur in die Panik führen, und er sagt auch, er hat Panik, sondern es kann tatsächlich zu einem richtig saftigen Unfall kommen, beziehungsweise sogar zum Tod. In der schlimmen Form, ich will es nicht übertreiben, aber hier kann es zum Unfall kommen, und zwar zu einem Tauchunfall, nicht zu einem Haiunfall. Unübersichtliche Situation, der Typ kriegt keine Luft mehr, alles dramatisch, Maske weg, jetzt ist er ohne Luft. Das ist ein ganz schlimmer Moment für die meisten Taucher am Anfang, war auch für mich echt beschissen. Und mein Kameramann hat gerade einen Tauchkurs gemacht und hat damit deutliche Probleme gehabt. Sorry Björn, dass ich es erzähle. Aber zu atmen und dann die Maske abzunehmen, wo ja Wasser in deine Nase schießt, sich dann darauf zu konzentrieren, nur noch im Mund zu atmen und nicht durch die Nase, ist schwierig für die meisten Menschen am Anfang. Besonders für einen Tauchanfänger. In so einer Situation, Haie um dich rum, gerade geschüttelt, Maske ab. Panik. Irgendwie probiert, im Mund zu stecken, da kam auch nichts raus. Und ihr seht schon, der Guide wird hier panisch. Panik unter Wasser? Nein. Panik unter Wasser bedeutet sterben. Das ist der Moment, wo ich mir als Kameramann gedacht hätte, das geht hier schief. Und wo auch der Guide, der hat ihn zwar beherzt im Griff und stopft ihm auch den Regler rein, ist das einzig Richtige, was man in der Situation tun kann. Aber der Klaas ist hier ohne Maske, in Panik, ohne Luft, umzingelt von Haien, sitzt auf der Fischbox. Ja. So, und ihr seht auch schon, Sicherheitstaucher kommt dazu. Ich hab Angst und Panik gekriegt. Man zieht ihm die Maske an, das kann er noch nicht mal selber. Ja, okay, reicht. Reicht mir. Was haltet ihr davon? Komm, mal eine kurze Meinung. Da muss man kein Experte sein, da muss man einfach nur ein kluger Mensch sein. Haut mal ein bisschen was. Ja, einfach nur dumm. Mhm. Er ist im Mittel. Verantwortungslos. Schwachsinn. Mega fahrlässig. Mhm. Das ist tatsächlich bekloppt und fahrlässig gewesen. Natürliche Selektion ist für mich ein Anwärter auf den Darwin Award. Aber ich glaube, für den Darwin Award muss man sterben. Natürliche Auslese. Also hier seht ihr auch, da war nichts geplant oder irgendwas, dass das so passieren kann, sondern das war eine scheiß Situation, schiefgegangen. Ja, ihr seht es genauso wie ich, also niemand findet das geil. Das ist natürlich irgendwie lustig zum Anschauen, weil nichts passiert ist, aber ja, Katastrophe. Ganz schön dämlich. So,